Hallo liebe Rasenfreaks, es sind verrückte Zeiten. Da wollen wir alle hier in Frühling reinsteigen und die ganze Welt steht still. Da kann man sehr dankbar sein, wenn man hier ein bisschen Freiraum hat. Und vielleicht könnt ihr euch zumindest ein bisschen mitfreuen an meinem Rasen, an meinem Grundstück. Ja. Ich bin noch im Büro. Noch hat mein Arbeitgeber mich nicht nach Hause geschickt, was ich ein bisschen bescheuert finde. Eigentlich geht das gar nicht mehr. Und jetzt schauen wir, was wir machen. Wir werden jetzt mal hier das hohe Gras mähen. Einmal mit dem Mulchmäher rübergehen über hier die Ränder, wo das Gras schon richtig schön hoch wächst. Eigentlich noch zu feucht zu mähen. Auch hier ganz unterschiedliche Gräser. Ja, dann hier die Südkante einmal entlang schießen. Genau. Einfach irgendwas machen. Irgendwie sich beschäftigen. Egal was, in der Werkstatt arbeiten. Ich muss meinen John Deere noch reparieren. Der springt nicht richtig an und ich habe jetzt vielleicht einen Käufer gefunden. Richtig gut wird der Deal auch nicht werden. Aber Hauptsache, ich bin das Ding los. Naja, auch hier die schönen Tulpen. Netten kleinen Glücksmomenten. Schick. Hübsch hier. Die Tulpenkante. Hier ist noch ein bisschen interessant, ne? Hier ist noch ein bisschen Moos im Rasen. Schon ein bisschen schwarz geworden durch den Eisendünger. Boah. Aber nicht so stark, wie ich das dachte. Ja, hier im hinteren Bereich, da kann man schon fast wieder hier im März alle 2 bis 3 Tage mähen. Ja, du bist bescheuert, Andreas. Völlig. Nein! Einmal die Woche reicht. Also das ist ja genau der Fetisch, den ich habe. Ich könnte jeden Tag mähen. Das ist furchtbar. Also ehrlich. Deswegen, ihr fragt mich immer Rasenroboter. Ja, Rasenroboter ist nicht mein Ding. Weil Rasenroboter mähen von selbst. Die sind natürlich unglaublich praktisch, aber nichts für den Rasenfreak, der will selber mähen. Das ist auch wirklich ganz niedlich. Guck mal hier. Schick. Überall bricht es auf. Klasse. Meine Frau hat wunderschön hier unseren Hartriegel beschnitten. Das ist richtig toll geworden. Richtig klasse. So ein bisschen das Gras rundherum entfernt, dass man da besser rummähen kann. Hat sie klasse gemacht. Wunderschön. Ja, ein großes Projekt, das ich noch angehen will, das ich jetzt wahrscheinlich viel Zeit haben werde, ist unsere Terrasse hier. Unsere Terrasse, die ist völlig hin. Hier ist sowas von hin und da sollen neue Bretter rauf und dann will ich die Terrasse durchziehen, hinten bis zum Schlafzimmer. Hier, das ist unsere, ich hoffe, das jetzt sehen, das ist unsere Schlafzimmertür und hier unten sind halt eben nur Steine und ich würde gerne hier so rauslaufen und dann hier so einmal schön morgens nach dem Aufstehen frische Luft schnappen und das kann ich jetzt noch nicht. Deswegen will ich die ganze Terrasse hier durchlaufen lassen. Ich will die auch dann ein bisschen schmaler machen und in einer Linie hier längs ziehen, damit ich hier besser auch längs mähen kann. Denn diese reingezogenen Bereiche hier, oh, die sind echt furchtbar zum Mähen. Auch die vordere Ecke ist nicht schön zum Mähen, obwohl die relativ gut wächst. Hier diese Ecke hier. Freaks, ich hoffe, ihr seht das alles. Diese Ecke hier,
Die ist auch blöd zu mähen. Da kommt schon das erste Kleenest. Da das erste Kleenest. Das gibt's ja gar nicht. Guck mal, Freaks. Wunderhübsch hier. Da fängt an, die Zierkirsche zu blühen. Wow. Da summen die Hummeln drin rum. Oh, wie schön. Ja, Blumen und Blüten sind ganz wichtig. Da werden wir auch was tun dieses Jahr. Da werden wir auch mehr Blumen hier pflanzen. Mal gucken. So, jetzt hole ich die Mähe raus. Yeah! Eingepackt in der Ecke. Alter Stieger Mulchmäher. Ups. Thema Mulchmäher oder Auswurfmäher habe ich auch mal ein schönes Video gemacht. Reiner Mulchmäher, der kann nicht auswerfen. Den nehme ich immer hier für das hohe Gras. Da stört mich das Mulchen nicht und geht halt besonders schnell und einfach. Man hat keinen Rasenschnitt. Einer fragte hier bei meinem letzten Video, was machst du mit deinem Rasenschnitt? Ja, den sammle ich immer auf einem großen Haufen. Und dann fahre ich den Rasenschnitt regelmäßig ab, hier in so eine, auf so einem Wirtschaftshof. Und was anderes geht leider nicht. Also den jetzt umzuwandeln in Humus ist extrem aufwendig. Und ich habe so viel Rasenschnitt, weil ich eben das Gras auch aufnehmen will, um eben die Wurmpopulation ein bisschen zu reduzieren, um das Ausbreiten der Poa annua zu reduzieren, um das Filzen im Zaum zu halten, nehme ich doch den Rasen jetzt seit 2 Jahren jetzt auf. Und das hat sich ganz gut bewährt. Also ich habe nur sehr, sehr wenig Filz im Boden, aber immer noch eine ganze Menge Wurmhaufen. Gut, das wird sich auch jetzt verändern. Mal wieder eine Schicht Sand drüber, dann ist das auch ein bisschen einfacher, diese Wurmhaufen wieder einzuebnen.
So. Ja, liebe Rasenfreaks, das war's mit ein paar aktuellen News vom Rasenfreak. Vielen, vielen Dank, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Abonniert mich gerne und macht die Glocke an, dann habt ihr immer gleich die Info, wenn ich was hochgeladen habe. Und bleibt fröhlich und gesund in diesen merkwürdigen Zeiten. Euer Rasenfreak. Tschüss.